Und damit wieder Gideon, Leute! Und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Wir sind im Cityland angekommen. Ich habe immer noch nicht mein Mikro geklebt. Es ist mir im letzten Part leider kaputt gegangen. Also hier so an der Halterung. Ich pack's jetzt am besten nicht an. Wir widmen uns heute dem Cityland. Wir gehen direkt wieder ins Game und I am Dr. Mario and I am saving lives. Wir sind heute mal im Doktor-Kostüm unterwegs. Und ja, werden so das Cityland vervollständigen. So, was geht ab? Wir müssen als erstes den Quader aktivieren, der witzigerweise direkt hier am Anfang sich befindet. Oh, wie viele Monde kommen dazu? Ah, okay, das geht. Das geht tatsächlich. Oh mein Gott. 31 Monde, easy does it. Das kriegen wir hin. Weniger als im Forstland, Leute. Rennen. Oder RC-Auto. Ja, perfekt. So, cool. Jam Session im Cityland. Perfekt. Alright. Dann haben wir das auch noch. Und Mario meldet sich ab. Alright. So, wir müssen zwei Leute finden, dessen Hüte anders aussehen, ne? Oh, wow, okay. Also Speedrun. Perfekt. Tic-Tac-Turnier 3, auch kein Problem. Ich glaube, jetzt läuft es wieder besser. Der letzte Part lief echt chaotisch. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir der Part deutlich besser. Obwohl das Cityland eigentlich nicht so mein Lieblings-Kingdom ist, aber naja. So, was geht da ab? Wir haben noch das RC-Turnier, genau. Jetzt haben wir da endlich den zweiten Mond, nachdem wir schon, ja, ärgerlicherweise damals die perfekte Zeit geholt hatten dafür. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder schwer. Ich glaube, wir müssen unter 30 Sekunden kommen, ne? Oder so? Oder unter 25? Das müsste passen, oder? Neuer Rekord. Oh, okay, nice. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Easy does it, Freunde. Easy does it. RC Auto Champion. Nice. Okay, cool. Dann haben wir das auch soweit. Pauline will bestimmt auch noch was von uns, sonst würde sie nicht davor stehen. Aber naja, darum kümmern wir uns später. Da schwebt ein Mond, den sehe ich auch. Okay. Eigentlich ist das eine sehr schnelle Taktik, die wir hier fahren. Muss ich eigentlich jetzt nur den Triple Jump hier schaffen? Ja. Perfekt. So, gar kein Problem. Und dann haben wir das nämlich auch hier. Wenn jetzt nichts irgendwie noch schief geht oder so. Und sogar vor 30 Sekunden. Immerhin. Es geht eigentlich noch schneller, aber hey. Erster Platz ist erster Platz. Das geht doch fit. Okay. Ja. Oh, und da ist auch Peach. Nice. Hi, Peach. So viele Gebäude, Passanten, Taxis. Hier gibt so viel zu sehen. Hier sind so viele Leute. Ich bin es gar nicht gewöhnt. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich habe einen Mond in der Menge gefunden. Den schenke ich dir natürlich. Nice. Und dann haben wir wieder den weiteren Mond von Peach aus dem Cityland. Wo geht's als nächstes hin? Weißt du, woran ich oft denken muss? An den Duft des Meeres. Ich glaube, dorthin sollte ich nochmal reisen. Ey, tatsächlich, es gibt das Boss Kingdom. Wie witzig ist das denn? Okay, kann ich den nicht sogar so holen hier? Ja, guck mal, easy. Dann sparen wir uns das nämlich hier. Auf der Stromleitung. Ah, da. Lol. Das Häschen hatten wir, glaube ich, schon geholt, ne? Oh, no. Motorrad, das war ja auch im Dinoland schon nicht so gut mit der Steuerung. Ich glaube, das wird hier nicht besser. Oh mein Gott. Ah, ja, ja, ja. Oh, oh. Ja, ja, I see. Wo es hinausläuft. Oh Gott. Oh, Freunde. Ihr stirbt aber schneller, ey. Ah, okay, okay, okay. I see. I see. Oh, unser ganzes Geld, ey. Okay. Aber irgendwie coole Sub-Area. Muss ich sagen, gefällt mir. Eventuell kann ich hier sogar die Münzringe mitnehmen. Wunderbar.
Ich darf nur nicht zu stark lenken, dann verlieren wir auch die Kontrolle nicht. Und bonken darf ich hier auch unter gar keinen Umständen. Nice. Ja, easy, Freunde, easy. Nice, und dann kann ich hier einfach ganz easy durchfahren und dann haben wir es schon. Wunderbar. Guck mal, der Part läuft deutlich besser, Mann. Holy moly. Ah, wundervoll. Wundervoll, beautiful, beautiful. Oh, warum sind die da in Panik? Ich weiß es nicht. Was geht bei euch ab? Okay, nichts anscheinend. Hat hier irgendjemand von euch Augen auf dem Hut? Nee, aber was ist das für eine Sub-Area davon abgesehen? Oh, wie cool. Haha, cool. Dann gehen wir hier in eine Filmvorstellung. Oh, One Dash One mit Mooncoins. Wobei man original nicht zurück konnte, ne? Und schade, dass man auch kein Zeitlimit hat. Oh, hier ist sogar der Secret Moon. Sehr schön. Okay, dann haben wir nichts verpasst. Ist hier auch das One-Up, das Versteckte? Warte, das ist eins weiter. Hier. Oh, das Königsherz. Sehr schön. I sure know my shit. Okay, aber wo sind denn die anderen drei? Das Level endet doch gleich schon hier. Wobei, bei der Zielflagge wird das letzte sein, ne? Oh. Oh, nö. Nö, jetzt ernsthaft? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Mann. Boah, der Sprung ist aber nicht einfach. Ah, look at this. Okay, nice. Das haben wir doch souverän gelöst. Sehr cool. Sehr, sehr schönes Easter Egg an den ersten Mario-Teil. Was ist los, Pauline? Ich habe auf dich gewartet, Mario. Wir haben so einiges über den Heldentaten im Mondland gehört. Du hast es ganz schön weit gebracht, seitdem wir uns kennengelernt haben. Möchtest du vielleicht etwas mehr über mich erfahren? Vielleicht hast du ja Lust auf ein kleines Quiz. Klar. Dann mal los. Was mag ich von den folgenden Dingen am liebsten? Maschinen, Kuchen, Blumen. Ich würde sagen Kuchen. Richtig, zu einem leckeren Kuchen kann ich einfach nicht nein sagen. Dann kann es ja losgehen. Frage, welche Art von Musik mag ich am liebsten? Jazz? Richtig, ich mag Musik am liebsten, die alle zusammenbringt und die zum Tanzen animiert. Das ist das Allergrößte für mich. Bei mir ist es momentan tatsächlich Elektro-Swing. Das bringt auch alle zum Tanzen. So, was gibt es bei mir heute zum Abendessen? Gegrillte Pilze natürlich. Richtig, wenn ich mich nicht täusche... hast du auch eine Vorliebe für Pilze, nicht wahr, Mario? Dann mal los, Frage. Was ist das Liebste, was ich besitze? Hut? Nice. Genau, dieser Hut ist mein liebstes Stück. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Oh, der Geburtstag. Also müssen wir ein Geschenk geben? Oder was? Scheint kein so gutes Geschenk für die Blumen. Ja, okay, wir müssen hier ein Geschenk finden. Hut. Oder Kuchen. Wir müssen einen Kuchen finden. Einen Kuchen, Leute, einen Kuchen. Wo könnte denn hier ein Kuchen versteckt sein? Oder auf welcher Bank? So, kein Kuchen war es gewesen, sondern es ist eine Tasche. Aber diese Tasche zu finden wird auch nochmal ein bisschen tricky, glaube ich. Ah, da, lol.
Einfach irgendeine Tasche, die wir finden, als Geschenk. Why not? Nice. Let's go. Cool. Die Bitte der Bürgermeisterin. Okay. Cool. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Sub-Area da. Dann gehen wir als erstes da rein. Cool. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Eine sehr düstere Sub-Area. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ah, okay, hier müssen wir. Oh, Marvel, wirklich. Ja, okay. Ich glaube, hier in der Mitte hoch irgendwie. Ja. Beim finsteren Berg, aber das, ich weiß jetzt nicht, ob es der geheime war oder der normale. Ah, guck mal an. Guck mal an. There we go. Eine Insel in der Finsternis. Kommen wir da jetzt so rüber wieder? Ja. Wunderbar. Guck mal, das war ja doch easy. Gar kein Problemchen für uns. Unnötig. Warum so kompliziert? Och, Mano. Mensch, Mario. In der Sub-Area habe ich anscheinend auch noch einen Mond vergessen. So. So. Okay. Dann schauen, was uns hier erwartet. In dieser Sub-Area. Oh, Hammer Brothers. Okay. Den brauchen, ja, ich sehe schon. Wir brauchen einen, den wir mitnehmen. Eieieiei. Hallo, ich hätte hier den ja capturen können. Oh, was? Nicht? Ah, doch, doch, doch. Ich wollte gerade schon sagen. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Okay, okay. Ich brauche keinen Hammer Bro mehr. Leute, er hat seinen eigenen Mate gekillt. Ey! Easy, Freunde. Gar kein Problem. Also, diese Sub-Area war ja mehr als geschenkt. Okay, dann gehen wir eben nochmal zu dieser Insel. Und dann, ja, müssen wir uns wahrscheinlich auf den Papageien verlassen, um irgendwie Hinweise zu kriegen, wo denn noch was sein kann. Also, wir müssen noch zwei Leute finden, die eine Mütze aufhaben mit Gesichtern, ne? Also, ich glaube, es hat halt echt was damit zu tun. Mit dieser Challenge quasi. In dieser Sub-Area, wisst ihr? Dass da irgendein Typ eine Mütze trägt oder so. Oh no. Ernsthaft jetzt? Der Vogel? Fliegt der hier irgendwie hin? Nochmal? Und da ist das fliegende Taxi. Ah, wobei, nee, überall sind fliegende Taxis. Ich vergesse das immer wieder. Ja, ja, ja. Oh, wichtig. Wichtig, Mann. Holy shit. Das wäre es jetzt gewesen. Flatterhaft im Park. Okay, cool. Das haben wir gediegen hinbekommen. Den haben wir schon. Kühler als sonst. Ist dein Outfit eigentlich bequem? Nee, okay. Ich dachte schon. Ach, der Hund. Lol. Ja. Habe ich gar nicht gesehen, dass er hier schnüffelt. Wie ist er hier hingekommen? What? Okay, das wird easy. Ich meine, er hat ja nicht viel Zeit hier. Nice. So, sehr schön. Damit haben wir das hier auch ready.
Und es fehlen uns noch 10 Monde. Wobei zwei davon müssen ja eigentlich hier am Anfang sein, ne, wegen diesem Gesicht auf jeden Fall. So, halten wir mal hier Ausschau. Die können ja nicht weit sein eigentlich, ne? Bin mir relativ sicher, dass es hier irgendwo noch eine geben muss. Da ist schon mal einer. Okay, okay. Nice, das gibt einen Mond. Und ich kann mir vorstellen, der andere wird hier auch in der Nähe sein. Okay, jetzt müssen wir hier unsichtbare Blöcke freilegen. Ich glaube hier, ne? Ja. Ah, okay. There we go. War ja klar, dass es hier noch irgendwas geben müsste, ne? Alter, also doch in dieser... Wisst ihr, wie lange ich hier gesucht habe, einen Mond zu finden? Wisst ihr, wie lange ich hier gesucht habe? Und es ist ja einfach noch ein Mond. Ich wusste es doch, Mann. So, an der Hauswand ein funkelnder Block. Ey, und jetzt sehe ich es halt direkt, ne? Es ist so lächerlich, wirklich. Es ist so lächerlich. Ich habe so oft und so viel hier in dieser Sub-Area gesucht. Nach einem zweiten Moon. Aber nein. Ah, ey. Wahrscheinlich einfach nur aus dem falschen Winkel. Ich habe sogar an die ganzen Hauswände geguckt, Mann. Es ist nicht wahr, dass ich den übersehen habe. Aber na gut. Sei es drum. Da ist er. Da ist er. Okay, boah. Das war auch nicht so einfach. Sehr schön. Clown-Kostüm, easy. Überraschungsclown. So. Lol. Digga, man kommt ja richtig weit. Okay, 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 okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Nice. Okay, sehr schön. Und da ist die Swings. Die müssen wir übrigens auch noch angucken. Es sind nicht nur Flugtaxis hier. Da ist die Swings. Die sehe ich auch gerade aus dem Augenwinkel. Dafür gehen wir wieder an den Anfang. Wunderbar. Bam. Wunderbar. Okay, aber in dem See Legant, bei dem einen Kipprätsel, gab es wirklich nur einen Mond in der Sub-Area, nicht zwei. Also auch nicht nach dem Postgame. Interessant, ne? Übrigens, das ist, glaube ich, die einzige Sub-Area, wo es dann nur einen Mond gab. Die mir jetzt gerade so spontan einfällt. So, dann holen wir uns noch eben den Mond in der Menge. Also, ne, wo der Chapeau ist. Perfekt, das ist auch genau das. Und dann haben wir es schon. Muss jetzt nur den Chapeau finden. Da ist er. Okay, man muss einfach von hinten gucken. Dann passt das schon. Okay, cool. Dann müssen wir jetzt noch eben ganz schnell die Woodland-Kunst machen. Und dann haben wir Cityland fertig. Ich glaub's ja nicht. Oh, okay, da kommen noch einige tatsächlich, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Freunde. Dann würde ich sagen, ich hole jetzt eben den Woodland-Kunst-Mond. Vielen Dank fürs Zusehen, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Kommentar ist auch gerne gesehen. Kommentiert heute ganz gerne mal einfach ein Hochhaus in die Kommentare, falls ihr bis hierhin geguckt habt. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf den nächsten Part, wo wir dann endlich weiter ins Polarland reisen oder vielleicht sogar Seeland, je nachdem, wo Peach auf uns wartet. Ne, kommentiert ein Hochhaus, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und ich hoffe, euch hat der Part einfach im Allgemeinen gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es auf zum Polarland geht und macht's gut! Da ist er. Perfekt. Und damit haben wir das Cityland erfolgreich fertig, ne? Yes. Nice.